Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental. Wir sind ganz kräftig in der Gerste-Ernte und wir verkaufen gerade Mais. Genau. Alles leider zeitgleich, weil Stress. Der Maispreis fällt und es fällt auch bald Regen von oben aufs Feld. Ist mit den Ernten ein bisschen doof, ne? Kennen wir ja. Deswegen müssen wir ganz stark den Finger ziehen. Um 11 sagt der Wetterbericht, wird's nass. Bis dahin müssen wir die ganze Geschichte vom Feld runter haben. Könnte ein bisschen interessant werden. Wir schauen mal. So, beim letzten Mal sind wir hier nicht vorwärts gekommen. Okay, ich habe keine Zeit zum Rumzaubern. Wir ziehen den hier wieder durch den Dreck, das Ding. Mann, verdammt. Oh, komm, Junge. Ist nicht schwer. Mach einfach. Einfach fahren, komm. Und raus damit. Dann haben wir nämlich die nächste Maisrutsche schon entladen. Genau. Und da läuft die Soße. Wir haben beim letzten Mal einen neuen Drescher gekauft. Das war eine sehr gute Idee, ich glaube. Ich habe den LKW schon mal leer gemacht. Ja, guck mal, da habe ich den... Ach Gott, den Überladewagen hier gekleckert. Der ist... Ach, der ist ja wirklich gleich schon wieder voll. Dann düsen wir mal rüber. Der Lexion steht hier schon eine ganze Weile mit einem gestreckten Ärmchen. Nicht, dass ihm das Ding müde wird und das Teil abbricht. Wir müssen uns echt wirklich beeilen. So blöd das klingt. Und hier hinten haben wir auch noch haufenweise Felder. 91.000. Geil, wir sind schon wieder bei 400.000. Also der Mais, der haut richtig rein. Na, wobei, wenn wir uns mal unseren Kredit so angucken, hier steht einfach mal eine 5 Millionen. Das ist nicht so cool. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den LKW gleich zurückfahren und die nächste Maisfuhre holen. Weil irgendwann ist der Preis, glaube ich, warte mal, wir müssten mal Kontrolle machen, ne? Der Maispreis... Na, noch ist er okay. Problem ist, der fällt bei uns zu Hause auf dem Hof halt hoch. Die haben uns ja schon das Blaue vom Himmel erzählt. Zumal wir hätten wirklich den letzten Monat, also den Monat davor verkaufen sollen. Da hätten wir noch mehr Kohle für bekommen. Wäre vielleicht auch nicht so stressig gewesen, denn dann hätten wir beide LKW auf dem Feld laufen lassen können. Naja, hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt sind wir hier, wir machen Sachen weiter. Siehste, dann werden wir jetzt das erste Mal unseren neuen Drescher entleeren. Ich weiß auch nicht, wo steht denn der? Die Mappe sagt, in der anderen Seite. Alles klar. Dann düsen wir da mal hin. Dann ist der Lexion hier drüben bald durch und dann gehen wir da drüben auf die andere Seite weiter. Genau. So machen wir das. Da vorne steht er. Und ich muss euch sagen, ich habe echt Bock auf dieses andere Schneidwerk, weil das ist immer 2 Meter breiter. Das macht unterm Schnitt wirklich weit aus. Glaubt's mir, Leute. Dann haben wir dafür zwar auch wieder keinen Schneidwerkwagen, aber das ist mir gerade sehr, sehr Latex, weil eine schnelle Ernte ist mir irgendwie ein bisschen lieber. Wie ein tolles Schneidwerk mit Räder und einer Deichsel dran. Na? Guck mal, wir haben am Lexion das große Schneidwerk dran da hinten. Oh, könnt ihr das hören? Draußen ist Gewitter. Also jetzt in Real Life bei mir hier draußen. Das große Schneidwerk, damit kannst du einfach fahren. Also die Map hier ist so groß, sie staltet, hier gibt es keine kleinen Fahrgassen oder irgendwas. So, jetzt müssen wir mal gucken. Entladegeschwindigkeit. Wie schnell kommen denn die 25.000 Liter hier raus? Jetzt sehen wir, glaube ich, besser, wenn wir im Drescher sitzen, oder? Ja. 16. Na, 10.000 Liter sind schon raus. Könnte fast ein bisschen schneller gehen, muss ich ehrlich sagen. Beim Lexion, da würde ich mir auch wünschen. Also es sind halt immer noch 26.000 Liter. Das ist quasi eh ein LKW voll. Gefühlt, es gibt ein bisschen weniger, ne, vom Volumen her irgendwie. Aber, na, wobei, ich wollte hier bei dem Drescher eh nochmal ran. Weil da die Fahrgeschwindigkeit sehr, sehr niedrig war. Das fand ich nicht so cool. Der LKW ist auf dem Hof. Dann werden wir da mal ganz schnell wieder Mais reinschütten, dass der wieder losdüsen kann. So. Ich glaube, ich mache das so wie in der letzten Folge, ne? Dass wir hier so doofe Fahrwege einfach mal rausnehmen, so wie jetzt. Und uns dafür dann eher so die wichtigen Sachen anschauen, wie zum Beispiel befüllen. Siehst du, die Kuh ist auch der Meinung, dass das eine gute Idee ist. 304.000 Liter. Also wir fahren noch zweimal, dann haben wir alles weg. Das ist schön.
So, er ist am Fahren, er ist voll. Wisst ihr, was geil ist? Dann können wir direkt hier rüberfahren. So, das ist nämlich der Vorteil, wenn beide Dröschkästen ungefähr gleiche Füllvolumen haben im Korntank, dann stehen sie mal fast gegenüber. Was ich beim letzten Mal schon meinte, ist sehr, sehr praktisch zum Abfahren. Na, du musst nicht immer ständig über das komplette Feld ackern, sondern du kannst wirklich einfach schnell rüber und fertig. Das sieht hier mit der Arbeitsbreite sehr interessant aus mit dem Feldrand. Da schauen wir mal genauer hin, sobald er fertig ist mit rauswerfen hier. Oh Leute, gibt es eigentlich einen schönen Preis für Gerste beim Verkaufen? Wenn denn der Zeitpunkt dafür ran ist? 660. Na, ist ein bisschen weniger wie beim Mais. Aber der Ertrag ist krass. Ich glaube, Mais hat auf der Fläche noch mehr Ertrag. Ne, hier drüben steht Hafer. Da hätte ich auch Bock, vor allem mit dem Drescher mal so schön an diesen komischen Kanalgraben da lang zu fahren, die Kontur nachzudröschen. Ja, aber wir müssen uns ja auch nicht übernehmen, weil wir haben noch sehr, sehr viel Bestand. Guck mal, hier hinten ist auch. Warte mal, ist das Feld hier kleiner? Täuscht das? Oder ist das hier oben kleiner wie das hier unten? Ich glaube, das hier ist ein Ticken länger. Kann das sein? Ich meine, an sich ist es ja wurscht. So, wir fahren mal schnell hier raus. Weil wir müssen in den Lexion und ihm sagen, was er machen soll. Sonst macht er nämlich Quatsch und landet wieder mangelnde Bäume. Und dann bin ich wieder böse. Und der Helfer hat dann wieder Angst. Und alles ist wieder komisch. Okay, ist nicht eh eine Arbeitsbreite. Schade. Da bleibt ein ganz kleiner Streifen stehen. Komm, dann machen wir mit aber ordentlich und einfach. Dass hier nicht schief läuft. Und Abfahrt. So. Du wirst dich jetzt an jeden einzelnen Baum aufhängen, richtig? Richtig. Na, Hauptsache, du kommst bis zum Ende. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Deswegen werden wir hier am Ende auch noch eine Fahrspur drin bauen. Einen kleinen Grünstreifen, dass wir die Helfer von der Baumreihe wegbekommen, weil das ist mir nichts. Wo ist denn der andere? Hallo? Du müsstest eigentlich da hinten rumeiern, oder? So. Dann dürfte doch eigentlich auch bald wieder das Lämpchen angehen, dass er voll ist. Ja, siehst du? Das passt hier nämlich noch rein. Ey, dann ist der LKW gleich wieder voll. Wir haben schon 196.000 Liter Gerste im Hofsilo drin. Und hier geht bald wieder das Lämpchen an. Wollen wir nebenher fahren? Ist doch viel cooler. Aber wir kommen ja nicht so weit ran. Oh doch. Passt. Ach, wisst ihr, komm, wir lassen ihn einfach mal stehen. Der wird ja eh gleich anhalten. Dann können wir nämlich. Wo ist er denn? Hier vorne? Den da? Ja, ich komme ja schon. Dann hauen wir hier nämlich die nächste Ladung Mais rein. Ah, oh, da wir so viel Geld haben. Oh Mann, Leute, wir müssen unbedingt noch in den Shop gehen. Ich zeige euch da was. Ich war wieder modtechnisch unterwegs. Ich habe da wieder was gefunden. Jetzt halt doch an, Mensch. Naja. Zwecks Flug und so. Weil ich bin mit dem John Deere Flug nicht so 100% zufrieden. Und ich habe da was gefunden und jetzt schauen wir uns mal genauer an. Sobald er hier überladen hat. Habe ich mich da jetzt so verschätzt? Ach, wollte sagen, müsste bald voll sein hier, das Ding. So, ich glaube, damit wäre der LKW bald wieder voll. Was für. Oh Gott, der Lexion steht. Mit Ärmchen raus oder hat er gesagt, die Arbeit ist beendet? Ne, Ärmchen ist raus. Okay, ach Gott, wie viel hier zusammenkommt, Freunde. Schön. Also an sich ist es ja echt geil, weil wir verdienen damit halt irgendwann echt Asche.
So. Dann machen wir erstmal den vorderen Trailer voll. Und beim Abfahren habe ich gemerkt, der Mac ist eine schlappe Nudel. Der hat hier richtig Stress mit dem Trailer voll. Komischerweise. So, mach mal hier ordentlich voll. Pass auf, ich zeige euch den einfach mal im Shop. Damit ihr wisst, wovon ich grob rede. Damit ihr wisst. So, Flüge. Und zwar, wir haben ja das Ding da. Den da, ne? Da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Guck mal, ich habe noch was. Den hatte ich so ja vorher schon. Hier, den Bettner. Den hat man, möchte ich sagen, auch schon mal auf der Elm Creek Map im Let's Play gehabt oder so. Und dann habe ich den hier noch, den Farbwahlflug von Austria Modding, der Flexi Coil. Der war im 17er oder im 19er in diesem Big Bud Paket, war der da auch schon immer mit bei. Und der ist vom Preis halt extrem attraktiv und hat eine Arbeitsbreite von 24 Meter. Der hat 18,2 Meter, ist auch ein Riesenviech. Der kostet aber viereckig, ne, im Vergleich so. Ja, muss man mal sehen, der hat eine Leistungsanforderung von 100 PS, das ist theoretisch ja nichts. Wäre was für ein Big Bud. Der braucht 500 Pesen. Müssen wir mal sehen. Das wäre der hübschere von beiden. Das wäre der, naja, finanziell schlauere von beiden. Cool sind sie beide. Das auf jeden Fall. So. Ich glaube, Mais ist übergeladen. Ne? Wir werden das trotzdem mal schnell losschicken. Sonst ist der Keller im Preis. So. Da. Wir schicken den mal auf der Reise. Erstmal ab nach der Straße und dann feuerfrei. Ist ja Gott sei Dank bloß gerade ausfahren. Achso, was ich da gerade sehe, das Maisgebiss, was da rumliegt, das können wir dann auch noch verscheuern, oder? So. Und feuerfrei. Da habe ich auch schon Ideen, wie wir das machen. Wir machen die Ernte jetzt mit dem Schnelltrack, was wir haben, erstmal zu Ende. Und dann werden wir vorne das Maisgebiss ranhängen und hinten kommt diese schöne gezogene Schneidwerk dran. Und dann können wir beide mit ihm am Shop verkaufen. Und wir gehen hier hin. So, das ist der letzte Streifen. Der New Holland Röscher müsste da hinten schon. Ach, da kommt er zurück. Der müsste aber auch bald wieder voll sein. Und dann hätten wir die erste Etappe von dem Acker hier fertig. Da das ja so aussah, als wäre der andere Streifen ein bisschen kleiner, dürfte da unter Umständen noch ein bisschen schneller vonstatten laufen. Wäre eigentlich ganz cool. Und dann haben wir hier noch Hafer ohne Ende. Ach Leute, es ist 9:45 Uhr. Wir haben nur noch eine Stunde. Ich glaube, wir hängen ganz schön hinterher. Weil wir haben halt hier auch noch so einen riesen Gerste-Acker. Ja, wie wir das anstellen, weiß ich auch noch nicht so genau. Eieiei. Vielleicht werden wir damit Verluste klarkommen müssen. Mal sehen. Oder das hört später irgendwann nochmal auf mit dem Regen. In der Zeit könnten wir theoretisch die Wiese dann schon mal so ein bisschen anpassen. Dass wir zumindest schon mal die Kontur hier drin droschen. Ne? Dass wir hier lang ziehen und hier hinten lang kommen. Dass wir schon mal die Ecken haben. Und dann hier die Mitte rausfressen. Wenn wir das hier nachher platt machen, ist auch... Naja, egal ist es nicht, aber... Ne, ihr wisst schon Bescheid. Wir werden sehr, sehr viel zu tun haben, leider. Auch viel Landschaftsbau betreiben müssen. Damit wir da hinten das andere Stückchen Land zu einer wunderschönen Wiese kriegen. Wo wir dann wieder sehr, sehr viel Gras mähen können. Was wir dann in Silage umwandeln können, im Fermenter. Und das wird wieder sehr, sehr schön auf dem Bankkonto aussehen. Wenn wir es dann verkaufen. Genau so ist nämlich der Plan für die Zukunft. So, aber erstmal voll machen. Hä? Guck mal da im Hintergrund, was macht denn der Lex denn da für einen Quatsch? Hör doch auf, Junge. Arbeite doch so, wie ich den will. Ah, die Helfer geben sich manchmal auch echt Mühe. Ach, nee. Fahr du doch mal so lange rückwärts, da hat der keine Sau Bock drauf. Die machen das. Anstatt so umdrehen und vorwärts fahren, aber nö, nö. So, egal. Einmal rum, Drescher an und Feuer frei. Ich habe hier die Arbeitsgeschwindigkeit auch von 10.15 Uhr erhöht. Ist okay, oder? Ich denke mal alleine schon für die Feldgrößen hier. Da passt es.
So, der New Holland fährt. Das ist gut. Bedeutet, er ist voll. Dann fahren wir den beiseite. Und dann haben wir eigentlich Zeit, um die Maisladung zu verkaufen. Die steht nämlich auch schon wieder bereit. Das ist ein Timing hier alles. Aber trotzdem sehr, sehr stressig. Zack, 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 hin und her, dies, das, Ananas. Egal, komm. Der Preis fällt. Wir haben eigentlich gar keine Zeit zum Trödeln. Das müsste direkt ins Haus, raus und weiter und... Ja, naja, das ist halt leider oft so, dass echt viele Sachen wirklich immer zur selben Zeit passieren müssen. Dann hast du theoretisch monatelang gar nichts und dann immer wieder alles mit einmal. Ich denke mal, jetzt versteht ihr auch, warum ich so große Fahrzeuge und die Räte haben möchte auf dieser Map, dass man einfach den Flächen her wird. Sonst klappt das irgendwie nicht am Ende. So, schön, wie die Maiskörner hier rausrödeln. Tada! So, das war Rutsche Nummer 1. Schafft das? Schafft das? Hä? Guck mal. Jetzt kann er zum Beispiel, vorhin konnte er nicht. In der anderen Folge konnte er manchmal auch nicht. Ah, guck mal, wie der hinten runterhängt. Wenn wir das ausladen, dann kommt er wieder ordentlich hoch mit der Achse. Ey, macht das leer, Junge. Guck mal, wie er sich hebt. Wahnsinn. Wir sind gleich schon wieder bei 500.000. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Dann können wir vielleicht doch schon mal 500.000 nachher vom Kredit wegmachen. Das wäre eigentlich an sich ja nicht schlecht. Mal sehen. So. Und wir fahren immer frecherweise hier an der Kante gleich runter. Das ist mir gerade egal. Eine Fuhre haben wir nämlich noch zu Hause. Wird zwar keine volle Ladung mehr, aber dann hätten wir das schon mal weg. Dann können wir den nämlich mit der Gerste abfahren mit beschäftigen. Dann darf der mit oft Feld. Der Lexel ist gleich durch. Der blinkt noch nicht mal, okay. Ziel setzen. Kommen wir mal dahin. So. Perfekt. Er ist fertig. Ich will den gleich hier außen fahren lassen. Dann haben wir den Stress nachher nicht. Freiwände haben wir da hinten auch nicht, aber das brauchen wir auch nicht, ne? Hatten wir beim letzten Mal gesagt, weil da ist keine Straße, die eine Kolli erzeugt. Dann brauchen wir das nicht. Also wir lassen den mal hier fahren. Na? Wie sieht es denn aus mit dem New Holland hier? Hä, wo ist denn der hin? Da hinten. Mit Ärmchen oder ohne? Nee. Hä, der frisst aber ordentlich weit weg. Ich hab manchmal echt das Gefühl, dass der hier irgendwie länger fährt, als er eigentlich... Weil der fährt so viele... Guck mal, der letzte... Naja, doch, war da. Okay. Überall, wo hier so ein Fleck ist, ne, da hat er angehalten, weil er voll war. Okay, ist immer ein schöner Indikator. Aber wir müssen da einsteigen. Weil sonst macht er hier auch Probleme mit der Baumreihe. Und hier werden wir auf der Seite auch einen Weg anlegen. Ich drösche das mal schnell selber hier, weil der wird gleich voll sein, dann haut er einen Arm raus und dann stecken wir hier in manche Bäume. Das ist echt doof. Dann sind wir mal selber Dröscher gefahren. Ist auch okay, oder? So. Machen wir das mal so und ab in den Big Bad. Dann haben wir nämlich das Stückchen Feld hier fertig. Dann können wir rüber und ich hoffe, wir schaffen es von der Zeit. Also wir hätten... Oh. Naja, wir messen ja knapp. War das so lange? Ja doch, war so lange. So, der LKW ist wieder da mit dem Mais. Vorteil ist, wenn wir den Mais verkauft haben, können wir uns voll auf die Ernte konzentrieren und vielleicht auch ein bisschen schneller werden. Okay, wir schauen mal, wie viel hier noch drin ist im Hofsilo. 144, 160 passen rein. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Dann kriegen wir alles weg und brauchen nicht für drei Krümel nochmal eine extra Runde drehen.
Der Lexion ist voll. Dann können wir hier erstmal beigehen. Er hat übergeladen. Perfekt. Dann schicken wir ihn wieder in die Spur. Theoretisch kommt er hier zurück. Und dann können wir ihn da drüben auch immer gleich an eine Kante lang fahren lassen. So, hier steht noch irgendein alte Detreide, was verfault ist. Aber wir haben ein schlaues Schneidwerk, das separiert. So, Helfermarsch. Wir müssen den Lexion leer machen. Der steht jetzt genau da hinten rum. Passt das hier noch hin? Ja, wir haben 77.000. Wenn wir den Lexion noch leer machen, sind wir bei über 100. Jo. Na dann mal los. Also das Feld müssen wir auf jeden Fall teilen. Sonst ist ja die Ernte hier immer ein Riesenspektakel. Wird sowieso sein, aber dann können wir uns ein bisschen aufteilen. Oder wir machen das irgendwann ganz crazy mit 4 Dröschern. Dass jeder Dröscher auf ein Feld fährt und dann müssen wir nur noch die Dröscher abfahren, hin und her, hin und her. Aber ich denke mal, wir werden irgendwann der Ernte, Getreidemenge nicht mehr Herr werden und kriegen das nicht vom Feld runter. Und dann stehen die Dröscher trotzdem Ewigkeiten, ne? Voll beladen, arm draußen und können nicht fahren, weil sie einfach nicht geschafft werden, leer gemacht zu werden. Von daher, naja, mal gucken. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl mit unserer Zeit hier, wie wir hier vorankommen. Theoretisch müssten wir uns noch ein paar Dröscher mieten, dass wir das Zeug zumindest erstmal runter, wenn wir jeden Dröscher voll machen, hinstellen, den nächsten Dröscher neben voll machen, hinstellen, dass das erstmal einfach nur weg ist. So wie er hier. Ich wäre eigentlich jetzt davon begeistert, wenn er seinen ollen Schnorchel da mal aus dem Baum rausnimmt. Komm, Junge. Ah, warte mal, wir fahren uns hier alles kaputt, oder? Na, noch passt es. So. Oh, Junge. Er ist da. Der blinkt schon wieder. Krass. So, hier machen wir erstmal die letzte Rutsche Mais. Nochmal 94.000. Ist echt viel, wenn du überlegst. 94.000. Je nachdem, ob was für eine Map man spielt. Manche Felder geben das ja nicht her. Vom Gesamtertrag. Also ist schon wow. Und ich möchte sagen, ich habe damals bei dem Lexion hier auch die Entladegeschwindigkeit erhöht. Ich war da schon mal bei der XML, wenn mich nicht alle täuscht. So, ab das Ding. Und Feuer frei. Ich bin echt am Überlegen, ob wir ihm jetzt doch ein Feuerwände dröschen lassen. Was sind das hier? Wieso sind da so dunkel? Sind das Schatten? Hä, das ist ja hässlich. Was ist denn hier los? Seht ihr das? Soll das Schatten darstellen oder ist hier... Oder weil wir hier noch nie waren auf der Map? Das sieht der Map... Warte mal. Okay, es ist jetzt weg. Es ist jetzt wieder da. Das ist ja hässlich. Naja, dann haben wir hier halt einen Pseudoschatten. Wenn er wenn er sein möchte, dann darf er sein. Okay, komm, Vollwände. Was soll's? Abfahrt. Gerade beim Dröscher, da wo es wirklich mal Sinn macht, da sollten wir doch machen, ne? Weil alle anderen Feldgeräte, die wir sonst immer damit beauftragen, da machst du eigentlich genau am Ende. Du fährst deine Bahn und ganz zum Schluss machst du die Kopfenden, theoretisch. Gerade bei der Aussaat. Beim Grubber ist glaube ich nicht ganz so wichtig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und beim Dröscher, da brauchst du es eigentlich unbedingt, dass du die Frucht nicht kaputt fährst. Und da machen wir es nicht. Und beim anderen, wo es nicht notwendig ist, da machen wir es. Ja, ja. So, wir lassen dann aber wieder von innen nach außen durchfressen. Wäre mir glaube ich lieber. Dann machen wir das hier schnell durch. Der Überladewagen ist voll. Wenn wir hier fertig sind, ist der Lexion auch schon wieder halb voll. Der New Holland, glaube ich, hat sein Ärmchen schon rausgestreckt, oder? Nö, der bewegt sich noch. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht zurücksetzen, einsteigen. Das war mega nervig. Ich weiß ja nicht, ist das immer noch so?
Wenn du beladene Fahrzeuge zurücksetzt, dann sind die einfach leer. Dann wären jetzt hier die 13.000 Liter Gerste, die wären einfach futsch. Ne? Dann spawnt der Dröscher beim Händler und da ist dann nichts mehr drin. So kannst du halt auch ungewünschte Füllstände verschwinden lassen. Wenn du im Anhänger noch einen Rest hast, den du einfach nicht los wirst, du den Anhänger aber für was anderes brauchst oder sowas, keine Ahnung, oder du hast im... Oder wenn du Ballen verschwinden lassen möchtest oder so, du schmeißt die einfach in diesen komischen... Zeige ich euch. Das weiß wahrscheinlich der ein oder andere ja nicht, was ich meine. Jetzt mal so nebenbei. Du nimmst so ein Ding, schmeißt einen Ballen drin. Ja, und dann verkaufst du das Ding oder setzt den zurück, ist der Ballen weg. Ja, jetzt mal so als Beispiel. Also so kannst du ungewünschte Füllstände verschwinden lassen. Zurücksetzen heißt wirklich zurücksetzen. Ist wie, na, doch schon. Bin ich jetzt doof? Also anders als sonst, wenn ich. Na, wie bei so einem Handy. Wie heißt denn das hier? Auf Werkseinstellung. Genau, dann ist das Ding immer quasi... resettet, ihr löscht. So, wir fahren mal ganz schnell hier in die Mittelgasse. Dann fällt es euch ja nicht auf. Und ab nach einem LKW leer machen, weil ich glaube, jetzt ist der New Holland langsam voll. Ui, der wird fast umgekippt. Ach du Schande, stimmt ja. Der LKW ist ja auch fast voll. Ha, Gott sei Dank habe ich den Mais-LKW gerade auf dem Weg geschickt. Mal ganz schnell, dass der... Wie, das wart schon? Ach du Schande. Ja, gut. Könnte... Nee, passt nicht. Also der komplette Korntank vom New Holland passt hier leider nicht mehr rein. Aber dann ist dieses Feld hier erledigt. Haken hinter. Dann müssen wir nur den LKW in die Silo fahren. Vorteil, der Mais-LKW ist gerade auf dem Weg. Wenn der leer ist, können wir den direkt auf den neuen Acker da hinzuzitieren, voll machen. Und dann können wir hier weiter dröschen, weil das ist nämlich genau das, was ich meine. Die LKW sind voll, der Überladewagen ist voll, die Dröscher sind voll, nichts geht mehr. Da musst du anfangen, erstmal alles nach und nach zu entleeren. Und das ist echt anstrengend und nervend. So, guck mal, der Lexon steht nämlich auch schon wieder da und blinkt vor sich hin, weil alle. Voll. Ja, ne? Genau. So, guck mal, der ist gerade nicht so der schnellste Freund hier. Also viel Geschwindigkeit hat er vorhin nicht overbaut beim Wegfahren. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber naja. Er ist stets bemüht. Sagen wir mal so. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir müssen hier noch Feldzufahrten bauen. Guck mal, hier ist eine. Nur Lenkwinkelmarker halt gar nicht, wenn er beladen ist. Und ich habe die Liftachsen auch... wieder hoch gemacht. Wenn ich die runter mache, hatte ich das Gefühl, die bremsen noch mehr. Gerade in Kurvenfahrten, da geht halt wirklich gar nichts. Er fährt nicht, er möchte nicht. Kann ich auch verstehen, weil, ne, wenn hier fünf Achsen auf dem Boden stempeln, dann ist mit um die Kurve fahren nicht doll. Geradeaus ja, um die Kurve. Nee. Guck mal hier mit 40. Ich meine, jetzt sind ja auch fast 200 Tonnen. Passt schon. So, guck mal, und sowas habe ich sonst immer nebenbei gemacht. Die ganzen langen Fahrwege. Aber der LKW sieht schon cool aus, oder? Einfach so in Schwarz ist mal was anderes. Vor allem den Trailer hinten dran als Dolly so. Wenn die Räder halbwegs frei hängen, so in der Botanik. Ich mag das irgendwie. Bin da ein Freund von. Wir können vorne mal. Ist so Sound animiert. Liftachse. Jetzt gehen sie runter. Jetzt berühren sie den Boden. Jetzt aber Kontakt. Wie so ein landendes Flugzeug. So, und weil ich die Trailer ja auch benutzt habe mit 500.000 Liter und den Ausladen einfach mal 6 Jahre gedauert hat, habe ich hier halt auch die Entladegeschwindigkeit leicht erhöht. Ihr werdet sehen, der fährt den Hydraulikstempel ja nicht richtig hoch, da ist der Trailer schon alle. Guck mal, wie schnell das abpfeift hier. Zack, die Hälfte ist raus. Hat sich für den New Holland gereicht? Zeig mal. Jo, der ist durchgefahren. Na, warte mal. Dann werden wir den gleich in eine Spur schicken. Weil, guck mal auf die Uhr. Das ist schon... Ne, ist noch nicht nach 10, aber lange dauert nicht mehr. Heißt, wir haben dann nur noch eine Stunde für diesen Acker und für den da hinten. Also, entweder dröschen wir durch den Regen, dass wir dann weniger Ertrag haben, was an sich auch nicht schlecht wäre.
Ich weiß, das macht man nicht, aber bevor wir unterflügen, ne, lieber ein bisschen Ertrag wie gar kein Ertrag. Denke ich mir, von daher schauen wir mal. So, wir können Mais verkaufen. Dann haben wir auch wieder einen LKW da. Das Ding ist, unser Überladewagen steht jetzt da unten dumm rum. Ach ja, die Fahrerei, die frisst halt auch Zeit ohne Ende. Das ist halt der Nachteil bei großen Feldern. Dafür kriegt man nochmal ordentlich Kohle. Das ist ein schöner LKW. Oh ja, den mag ich. So. Jetzt schafft er durchzufahren, weil der hintere Trailer ist nicht 100% voll. Heißt, der drückt nicht so doll. Okay. Katsching! Nochmal 78 hinterher. Wir sind bei 656.000. Da kann ich sehr, sehr, sehr gut mit leben. Und, guck mal, wenn wir uns hier durchschlängeln. Oh, wir hätten noch den offiziellen Weg daneben fahren können. Naja. Dann sind wir schon da, wo wir hinwollen. Was haben wir hier eigentlich angesät? War das Sojabohnen? Ich glaube, das waren Sojabohnen, ne? Ja. Hier haben wir eine Feldzufahrt. Zack, zack. Der New Holland ist auch gleich voll. Geil. Dann fahren wir mit dem LKW nochmal eine Runde ab hier. Wenn man direkt vom Feld verkaufen könnte, wäre halt geil. Aber den Wertverlust würde ich eigentlich nicht gerne in Kauf nehmen. Guck mal, der fährt halt voll schnell. So. Schafft er das noch bis zum Ende? Dann können wir den nämlich in der Mitte weiterfahren. Nein, schafft er nicht. Schade eigentlich. So, der ist nämlich auch voll. Schön. Nee, warte mal, der steht ja da. Dann ist er ja doch nicht am Arsch der Welt. Das ist ja geil. Na dann komm. Ach du Jott, wenn der Lex dann überladen hat und wir das hier auch drin haben, dann ist der LKW schon wieder voll. Komplett voll. Ah, ja, ja, ja. Egal. Guck mal auf die Uhr. Wir haben kurz vor der 10. Wir müssen den schwarzen LKW nachher holen zum Überladen. Und dann müssen wir die Drescher alle darüber fahren. Das ist auch echt weit immer die Kutscherei. Aber guck mal da hinten, die fetten Baumreihen. Da haben wir ordentlich was gezaubert, ey. Hallo. So, dann feuern wir hier mal die Trailer voll. Wie viel Geld haben wir mit dem Maisverkaufen verdient? Steht das hier irgendwo? Einnahmenernte, ne? Einnahmenernte 652.000. Wir hatten 700 noch war 1000 Liter Mais, haben da über eine halbe Million von rausbekommen. Das ist mega. Kann ich auch voll gut mitleben. Okay, der ist am Überladen. Wir holen den LKW ran, den schwarzen. Wo ist er? Da. Wir springen heute mal ein bisschen in den Fahrzeugen. Ist okay, oder? Sonst drücke ich mal Pause und dann sehen wir uns im anderen Auto wieder, weil ihr habt irgendwann, ach, das ist schon Ewigkeiten her, da habt ihr mal gesagt, dieses ständige durch die Fahrzeuge durchtappen, das nervt. Kann ich voll verstehen, bin ich total bei euch. Das nervt mich sogar manchmal, das nervt mich sogar manchmal selber. Wenn du so viele Fahrzeuge hast, möchtest in ein bestimmtes und in der Tab-Reihenfolge ist es ganz woanders und dann musst du erstmal durch alle Fahrzeuge durch. Bis du dann dahin kommst, wo du hin willst. Ja, naja. So. Ey, warte mal. Machen wir die Liftachse vorne wieder hoch. Ist mega geil, Sound animiert. Eigentlich ist das echt nicht schlecht. So,
zu. Wenn wir den hinteren Trailer nicht beobachten, dann kommt er auch einfach mit, ohne Quatsch zu machen. Bilde ich mir mal ein. Wir haben hier gleich 10 Uhr. Mal gucken, kriegen wir eine Abrechnung? Kriegen wir Geld? Wir haben 655. Mal schauen. Guck mal, wie weit und lang dieses Feld ist. Das ist unfassbar. Selbst wenn wir teilen, ist es immer noch groß. Ich will mal wissen, ob wir wirklich Kohle verdienen mit Dings hier, mit Eier und mit Honig und mit den Solaranlagen und mit der Windkraftanlage. Oder ob das nur eben am Tag abgerechnet wird, ich weiß es ja nicht so genau. Werden wir gleich sehen. Wir haben 10.000 mehr gemacht. Wir hatten 655, richtig? Jetzt haben wir 666. Das ist ja teuflisch. Wie fällt mir? Wir drehen den LKW mal um. Große Nachfrage bei Blumengart-Exporte. Jetzt erzähl mir nicht, der Maispreis ist heiß, aber die nehmen dir da, glaube ich, gar nicht an, ne? So, dann können wir den Überladewagen leer machen. Oder wir machen erst den New Holland leer. Das wäre, glaube ich, die schlauere Vorgehensweise. Lalalala. Wir machen heute 2 Minütchen länger, ne? Der ist schon wieder voll, verdammt. So, wir müssen erst den New Holland auf groß bringen, dann wird das alles nichts. So, und der Wetterbericht macht mir immer noch Sorgen. Wir werden ihm aber erstmal sagen, wo er gleich lang zu fahren hat. Oh Gott, jetzt. Guck mal, wir haben nur 2 Dröscher und wir werden die beiden nicht recht, weil wir einfach mit dem Abfahren nicht nachkommen. Aber der andere LKW ist jetzt theoretisch leer. Sollte eigentlich erstmal so weit hinhauen. Na, wir schauen mal. So. Also ich glaube wirklich, dass wir da bald die andere Gerste hinten auf dem anderen Feld bei Regen zu Ende dröschen. Ne? Weil ich weiß, man macht das nicht, aber ich sehe da keine andere Möglichkeit, das vernünftig hinzubekommen. Warte mal, wir fahren mal lieber. Ach, schön. Wir fahren trotzdem durch den Bestand. Komm, umso schneller sind wir nämlich am Lexion zum Abbunkern. Ach, kommt uns ein paar Gerstenhalme mehr oder weniger nur ohne mehr drauf an. Wir sollten vielleicht nur nicht unbedingt den Dröscher hier direkt vor der Nase fahren. Der Rest passt. Ja, und dann kriegt er ein größeres Schneidwerk. Warte mal, wenn wir hier oben sind, könnten wir das vielleicht sogar machen. Wenn wir sowieso runterfahren, wäre das bald gar nicht so doof, wenn wir ein neues Schneidwerk kaufen. Das waren 100.000, hat er gesagt, ne? Das andere können wir abgeben. Da kriegen wir dann auch nochmal 3,50 Mark für. So, pass mal auf, das machen wir. Wir legen uns das schon mal hin, dann werden wir hier noch zu Ende ernten. Oder wollen wir gleich rüberfahren? Warte mal, wenn er das nächste Mal hochgefahren kommt, könnten wir mal schnell tauschen. Ist das eine gute Idee oder keine gute Idee? Die gibt es hier im Giants Mod Hub, die Dinger. Die sind voll geil. Die habe ich auf dem amerikanischen Farmland auch, weil da ist das Terrain und die Länder so uneben und da brauchst du mit diesem großen Schneidwerk, was wir hier am Lexion dran haben, nicht antreten, weil das hebelt sich aus und dann hast du ständig irgendwelche Flächen, wo nicht gedroschen wird, was dann hochgradig nervend ist und ja, die Dinger sind in der Mitte klappbar, also die fallen nach links und rechts runter, schmieden sich schön dem Untergrund an und sind einfach voll geil. So, Luftanlage wollen wir nicht, Standard, ja wir machen Standard, Markenaufkleber, hast du auch New Holland? Nö, aber dann machen wir den John Deere schon mal weg. Hauptfarbe. New Holland Yelp. Jo. Designfarbe. Schwarz. Designfarbe. Schwarz. Ich weiß nicht, was der schwarz macht. Warte mal, wir können ja mal. Was ist denn, wenn man weiß? Hat sich da überhaupt was geändert? Ah, warte mal. Das ist wahrscheinlich. Wenn wir diesen Schlauchaufsatz haben, ne? Dann. Designfarbe schwarz, warte mal. Nee, dann machen wir alles schwarz. Und Felgenfarbe.
Genau, das ist unser neues Schneidwerk. Das kostet 100.000. Hat 15,2 Meter Arbeitsbreite und ich hoffe, dass es an den Drescher passt. Wir werden sehen. So. Och Gott, Leute, drückt mir die Daumen, dass es klappt. Wo ist dann hin? Da hinten. Das probieren wir heute noch aus, auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, wann ist er denn soweit? Der ist gleich voll. Pass auf, wir lassen den Überladewagen mal da stehen, weil dann brauchen wir nicht so weit fahren. Aber das ist noch mal einen ganz kleinen Ticken breiter wie das hier. Das dürfte eigentlich funktionieren. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass es klappt, wie ich mir das denke. Wenn wir jetzt einfach nebenher fahren, müsste das eigentlich immer schön reinfeuern hier. Was dann wahrscheinlich danach nicht mehr funktionieren wird, weil wenn das Schneidwerk breiter ist, dann verringert sich leider auch wieder ganz stark der Abstand zum Überladerohr. Das Schöne ist, man kann hier die Tülle noch ein bisschen rausdrehen, aber na komm. Ob das alles so Sinn und Zweck vom Erfinder ist, der weiß immer keiner. Guck mal, ich würde jetzt nämlich einfach nebenher fahren. So macht man das ja eigentlich. Oh Gott, ich drehe den mal weg, dann ist der nicht so laut. Eigentlich machst du das so, dass der Drescher immer schön durchläuft und gar nicht anhält. Manchmal funktioniert das sogar, je nachdem. Dann machst du den einen leer, wenn der dann leer ist, fährst du rüber zur anderen Seite, machst du den anderen leer, fährst du immer hin und her, machst du deinen Überladewagen leer und dann fährst du wieder hin, machst du die Drescher leer. So kannst du aber schön im Kreis fahren. Theoretisch, in echt machen die das ja auch so. So bleiben in den meisten Fällen die Drescher nie stehen, weil sie voll sind, sondern laufen immer permanent durch. So, da bist du bald leer sein hier, der Onkel. Aber wir fahren bis zum Ende. Ach, diese mit den komischen Schatten da, das finde ich jetzt nicht so geil. Der wird immer breiter. Oder sonnischen Regenwolken im Anmarsch signalisieren. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt ist der Drescher leer. Jetzt pulvert da nur noch das hier rein. Der andere ist voll. Ach, Leute. Gerste über Gerste. Aber wir kriegen das in den Griff. Wir haben schon 4 nach 10. Umso schneller wir auf dem anderen Feld sind, umso mehr können wir retten, bevor es regnet. Schauen wir mal, weil Hühnerfutter brauchen wir auch. Und wenn wir die andere Gerste halt einfach voll verkaufen können, umso mehr wir haben, umso besser. Weil die Felder, die waren halt alle richtig teuer. So, Helfer raus. Zack, zack. Klappt das mal zusammen. Vorteil, der Shop ist gleich hier vorne um die Ecke. Wenn wir Glück haben, brauchen wir das Schneidwerk noch nicht mal abbauen und zusammenklappen, sondern können hinten durchfahren und sind dann einfach da. Ja, dann können wir mit einem neuen, großen Schneidwerk noch effizienter in die Ernte. Aber noch breiter dürfen wir hier bei dem Drescher dann, glaube ich, nicht werden. Das wird dann schwierig. Wir könnten immer so schräg drunter fahren. Der würde damit vielleicht auch klarkommen, aber in New Holland mit einem ultralangen Abladeschnorchel. Das wäre ein bisschen cool. Ey, mach die olle Kiefer hier weg. Ihr kommt da nicht durch, Mann. Verdammt. Dann fahren wir außen rum. So. Vorteil, wir kriegen für das Schneidwerk noch 3,50 Mark. Also so starke Verluste fahren wir immer nie ein, das geht. 58 Latten kriegen wir dafür. So, okay, oder? Dann haben wir für das hier auch wieder nur die Hälfte bezahlt. Das ist ja voll geil. So, pass auf. Guck mal, wie sich das schön zusammenfaltet. Tada, wir haben ein neues Schneidwerk. Damit werden wir jetzt richtig rumdröschen. So, querfällt ein ist schlecht, weil wir kommen nicht durch die Baumreihe durch. Also müssen wir nochmal außen rum eiern.
Pass mal auf, ich zeig euch mal, was ich meine. Wenn ich hier den Graben fahre, guck mal. Das spreizt sich richtig hoch. Das passt sich übelst den Konturen an. Das ist mega cool, das Ding. So, warte mal, hier können wir die Haspel noch ein bisschen einstellen. So. Wir machen mal schon mal einen schnellen Check für die Arbeitsgeschwindigkeit. Ich bin trotzdem dafür, dass wir damit mit 16 km/h dröschen. Und... Ach, warte mal. Was ist denn hier mit dem Überladeschnorchel? Ja, das geht. Das ist gut. Das einzige Ding ist, die sind ein bisschen sperrig. Wenn sie auf dem Boden abgelassen sind, dann möchte er nicht so gerne lenken. Aber das passt schon. So, Feuer frei. Na siehste, haben wir das auch geklärt. Leute, wir müssen den Überladewagen leer machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Ich drösche diesen Acker hier noch fertig, dass wir jetzt zur Rande kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier Feld 80 mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Na hier, den müssen wir auch noch runterhämmern. Das wird auch nochmal so ein Kraftakt. Aber hat den Vorteil, das Feld ist nicht so lang. Das könnte vielleicht sogar relativ zügig vonstatten laufen. Mal gucken. Na? Wie gesagt, wir müssen ran. Ganz doll dringend. Guck mal, wir haben 600.000 immer noch. Obwohl wir gerade ein deutsches Netzwerk gekauft haben. Also manchmal lohnt sich das schon. Wir haben nur noch so ein Maisibis, was weg muss, was weg kann. Ja. So. Gut. So viel zum Thema dazu, liebe Leute. Ich sag, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann nietet weiter mit der Gerste. Genau. Auch wenn es euch zum Hals raushängt. Das Zeug muss runter. Ne? So. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Wenn ihr hauen.